Hallo und herzlich willkommen, ich bin Sansa und wir spielen Transport Fever 2. Ja, und unser Leben nimmt richtig Fahrt auf, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist noch mal ein bisschen was passiert seit der letzten Folge. Ich bin eigentlich der Meinung, ich habe nur irgendwie eine halbe Stunde gespielt oder so, vielleicht war es auch minimal länger. Ich habe nicht viel grundsätzlich Neues, was Linien und so angeht. Ich habe unsere alten Linien, wie schon besprochen, ein bisschen, naja, noch mal ein bisschen angepasst. Und diese Anpassung möchte ich mit euch heute durchgehen, bevor wir quasi in die nächsten Steps einsteigen. Wir lassen es derweil mal auf langsam. Wir haben schon ganz schön Kohle angesammelt. Solange wie wir quatschen, passt das schon. Zum einen haben wir neue Züge. Die sind einfach so aufgeploppt und ich hatte Kohle, also habe ich die überall ausgetauscht. Also wir nutzen die jetzt überall. Wir gucken mal ins Depot. Die kennt ihr ja schon, ne? Das war die erste 66 kW, 90 kW. Ich gehe jetzt gar nicht so im Detail großartig drauf ein. 200 kW, der auch so in etwa. Und die haben jetzt 450 kW und auch eine Höchstgeschwindigkeit von 60. Kosten allerdings auch mal schlapp das Doppelte, über das Doppelte. Und im Vergleich zu den ersten Zügen kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, ne, was da der Preisunterschied ist. Aber sieht auch schon echt schnieke aus. Die Teile wurden wohl auch bis 1940 gebaut. Und das ist schon mal eine richtige Lokomotive, oder? Eine richtige Eisenbahn. Also waren die anderen auch, aber die gefällt mir besonders gut. Da stehen auch schon zwei Dudes drin. Und ja, die fahren hier ganz fleißig hin und her. Und ich habe jetzt die Eisenlinie mit den Zügen 116 Anhängen, also 116 Kapazität und drei Züge. Ich habe tatsächlich hier irgendwie nochmal eine dritte Spur teilweise reingebaut. Ich weiß gar nicht so richtig warum, weil eigentlich ist es gar nicht notwendig. Aber sei es drum, ich kann das später noch wegreißen, beziehungsweise vielleicht brauchen wir es auch noch. Auf jeden Fall haben die jetzt hier eine Frequenz von 3 Minuten. Ihr müsst euch mal reinziehen. Wir hatten am Anfang 18 Minuten. Ne? Also das läuft jetzt hier wie am Schnürchen. Und auch die Kohle hat eine Frequenz von 3 Minuten. Das passt genauso gut. Da haben wir ja jetzt unsere zwei Züge. Und die Rate, das Alt, das passt alles. Passt alles perfekt. Wir sind jetzt hier auf 100%, sind hier auf 100%. Und selbst hier in der Abholung sind wir auch auf 100%, weil ich natürlich jetzt die nächste Route, die läuft jetzt hier auch. Ne? Das ist der hier. Das ist derselbe Zug wieder. Der hat jetzt 120 Kapazität, da brauche ich nicht mehr. Das holt er jetzt alles ab und fährt das jetzt hier drüben breit. Und ja, auch hier 100% in der Abholung. Ne? Also wir sind hier auf dem... Wir haben hier auch Level 2 jetzt, oder? Kann das sein? Fast. Kann das sein, dass das... Ich bin mir nicht ganz sicher, aber dadurch, dass die Produktion hier schon auf 193 ist, gehe ich davon aus, dass das noch nicht ganz geupgradet ist. Sieht aber schon ein bisschen neuer aus, oder? Na gut, okay. Wir beobachten das mal. Hier läuft ja auch ganz fleißig, ne? Der Kollege hat jetzt hier 80 Kapazität. Ich muss das immer mal ein bisschen beobachten. So, jetzt wird hier einmal eingeladen. Ah, da geht mittlerweile auch schon mehr. Seht ihr das? Und hier fährt noch einer von den kleinen Zügen, oder? Ja, das ist noch die kleine. Die hat ja ein bisschen zu kämpfen. Also die können wir vielleicht nochmal austauschen. Das machen wir auch gleich. Passt mal auf. Wir gehen mal Fahrzeug verwalten. So, genau. Jetzt machen wir gewähltes Fahrzeug ändern. Und das ist mir aufgefallen. Wenn ich den Zug wegnehme, dann hängt da auch den nächsten Zug vorne dran. So. Und da ich die anderen so schön grün hatte, ich würde das auf der... Ich weiß auch nicht warum. Auf der Linie einfach mal so beibehalten. So, Moment mal. Jetzt ist er grün. Zack, ändern. 1,2 Millionen. Richtig schönes Giftgrün, oder? Ja, auf alle Fälle, jetzt ist hier mehr Bums da. Jetzt lass mal den mal so ein bisschen rollen, dann sollte auch die Kapazität hochsteigen. Die hat ja jetzt die Leistung quasi verdoppelt. Okay, und genau. Läuft auch hier mit dem Holz. Der sieht aber schon ganz schön mitgenommen aus. Schlechter Zustand. Ja, wir müssen hier die Unterhaltskosten noch hochschrauben. Also ich meine, ist ja nicht so, als ob wir die Kohle nicht hätten. Überall auf hoch. Das muss ich mir wahrscheinlich merken, dass ich das immer gleich mache. Denn sonst kriegen wir Probleme. Ne? Denn das tut einem ja, das tut im Herzen weh, wenn man sowas sieht. Na gut, okay. So, und hier hat sie auch noch was getan. Und zwar haben wir jetzt hier kleine LKWs. Das hat sie, die sind auch irgendwann aufgeploppt.
Und dann habe ich gedacht, ich tausche die alle aus. Wir können mal ganz kurz den Vergleich sehen. Also wir hatten ja vorher hier einfach nur so eine Kutsche mit 4. Wir haben die einfach mit 18 km/h. Die haben jetzt 25, laufen mit Diesel 14 kW, 5 Güter und haben eine Ladegeschwindigkeit von 1,5. Das heißt, wir haben hier nirgendwo mehr Staus. Ja, und die tuckern jetzt hier ganz gemütlich rum. Und die Linie wirft auch gut ab. Ja, also wir sind jetzt hier bei Holz, war das das? Holz Dresden Sägewerk. Genau, 300.000. Also es ist halt für die Verhältnisse in Ordnung. Ich meine, guckt euch die anderen Linien an. Wir sind bei der Eisenerzlinie bei 2 Millionen. Ja, Kohle 700.000. Ich meine, das verändert sich immer noch mal ein bisschen. Wir sind aktuell im April, aber Tendenz steigend. Wir haben, wenn wir mal so die Statistik angucken, wir machen jetzt im Jahr teilweise 6 Millionen. Also das ist wirklich, wenn das ein kleines bisschen anläuft. Ich habe mich da am Anfang wahrscheinlich einfach nur, naja, ich würde jetzt mal sagen, ganz leicht mit den langsamen Zügen. Also das ist so ein Tipp, das hätte ich mir vielleicht eher nochmal zu Herzen nehmen müssen. Irgendwie, dass ich da gucke, dass ich da schnellere Züge rankriege. Ja, und hier wird bisher ja eigentlich nur eingeliefert. Und damit, ja, 80 von 96, das heißt 80%, und damit sind wir bei 100% Städtewachstum. So, und wisst ihr, was wir heute machen? Heute kümmern wir uns mal um eine ÖPNV-Verbindung. Öffentlicher Personennahverkehr, das wäre eigentlich so ein Punkt, wo ich denke, das könnte man eigentlich mal einschieben. Denn die zweite Produktionskette, da müssen wir dann noch eine Ecke weiter schauen. Ich glaube, irgendwie entweder hier in dem Bereich. Oder wir schauen mal bei einer anderen Stadt. Ne? Ich habe ja schon gesagt, wir können hier die Städte vielleicht im Fernverkehr noch verbinden. Aber wir machen erstmal ein bisschen ÖPNV. Wir lassen mal so ein bisschen in der Standardgeschwindigkeit durchlaufen. Beziehungsweise, nee, wir können eigentlich wieder schnell machen. Und wir gehen auch in der Geschwindigkeit einfach auf halbe Datumsgeschwindigkeit. Wir müssen das langsam genießen. Denn ich denke, es wird über kurz oder lang werden da noch ein paar Trams dazukommen und sowas. Und das haben wir aber alles noch nicht. Deswegen... Ja, wo hauen wir denn am besten unser Depot hin, wo die Fahrzeuge rauskommen? Das könnte man eigentlich hier oben raussetzen. Hier ist ja auch unser Hauptquartier, ne? Und gibt's denn schon Trams? Wäre das eine Idee? Stimmt, ich habe damit tatsächlich noch gar nicht geschaut. Das wäre natürlich cool. Fangen wir gleich mit Trams an? Wie so einen kleinen Straßenbahnhof hier oben. Also wir können ja beide Depots stellen, ne? Ja, tatsächlich. Guck mal, es gibt eine Pferdetram, die Dampftram und es gibt die Stadtbahnhalle. Die ist schon elektrisch, die ist schon neuer. Damit haben wir hier wahrscheinlich wesentlich weniger Emissionen. Das ist natürlich auch cool. Jetzt haben wir es ein bisschen verschlafen, die anderen zu probieren. Tja, das ist jetzt die Frage, ne? Ich denke, Ladegeschwindigkeit. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen upgraden. Wir brauchen ja, wie war das noch? Das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Genau, Tramgleistool. So, ihr seht da jetzt schon, ne? Wir müssen hier, oje, oje, dieser übelsten Kurve da drin. Also wir müssen jetzt hier natürlich überall Tramgleise hinlegen, wenn wir durch die Stadt fahren wollen. Genau. Wir werden auf alle Fälle auch die Bahnhofsstraße hier, das ist jetzt die, ich weiß nicht, ob die so heißt hier im Spiel, aber die werden wir jetzt auf alle Fälle mal mitnehmen. Ich finde eigentlich so diese Kurve ganz gut, ne? Wir machen uns mal gar nicht so verrückt. So, das wird so erstmal so die grundlegende Linie sein. Gegebenenfalls machen wir danach zwei Zuglinien, die nach links und rechts führen, aber so vielleicht eine kleine Kreislinie erstmal drumrum. Ich glaube, damit können wir schon mal ein bisschen was abfrühstücken. Und wir brauchen jetzt natürlich Haltestellen. Und ja, ich weiß auch nicht. Der kommt hier um die Kurve rum und kann erstmal hier. So eine Tram ist ja auch tendenziell ein bisschen länger dann, ne? Hier haben wir eine. Dann haben wir ja hier eine. Mach mal hier gleich die nächste, genau. So, dann reicht hier eine zu, denke ich.
Am Bahnhof. Am Bahnhof brauchen wir auf jeden Fall eine Tram. Hier ist noch dieses Güterbahnhof-Ding. Das muss ich mal noch wegreißen. Das sieht ja fürchterlich aus. Ich weiß nicht, macht das Sinn? Vielleicht sollten wir das gleich machen. Wieso? Nee. Ist nicht euer Ernst. Hier hat jemand ein Industriegebäude dazwischen geschraubt. Also die Leute sind so dreist. Das geht gar nicht. Das liegt an dem kleinen Gebäude, was wir hier dazwischen gebaut haben. Ist ja verrückt. Also das hätte ich nicht gedacht, aber naja, gut, okay, wir haben eh hier... Vielleicht machen wir mal Folgendes. Wir gehen mal hier in diesen Modus. Wir haben ja hier bei den Assets ein bisschen was, was wir machen können. Wir könnten ja hier... Nö, können wir nicht. Wir können da nichts dazwischen bauen. Ich mal so ein, ne? Okay. Dann bleibt so. Okay, dann, ja. Neues Fahrzeug ist verfügbar. Okay. Ich denke, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Genau, wir gehen wieder in die Trams rein. So, Gebäude, 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 genau. Hier waren wir. So. Okay. Ja. Mach mal hier vorne hin. So, und dann gehen wir hier sozusagen ja auch wieder rum. Und hier brauchen wir noch eine. Und ich weiß gar nicht, macht das Sinn, die gleich auf beiden Seiten zu machen? Eigentlich fast schon, ne? Hier oben ist eigentlich doof. Das doppelt sich schon fast ein bisschen. Nehmen wir mal noch ein Stück hier rüber. Ein bisschen mehr in die Mitte. So. Und tendenziell ist da was. Wir setzen die gleich auf beiden Seiten. Dann haben wir den Spaß einmal erledigt. Okay. Genau, hier haben wir jetzt beide Seiten eigentlich abgefrühstückt. Eigentlich überall, oder? So, und das heißt, wir brauchen tendenziell zwei Linien, oder? Aha, okay. Hier können wir tendenziell... Ja, das ist ganz gut. Ich glaube, ab einem bestimmten Punkt muss man einfach da etwas... So, die Kirschstraße. Dann geht's hier weiter. Okay, vielleicht sollte der nicht an der Kirschstraße anfangen. Wenn der aus dem Depot kommt, fängt der natürlich hier an. Ne? Macht natürlich vollkommen Sinn. So. Genau, so. Einmal hier rein. Ich meine, noch ist unsere Stadt sehr, sehr klein. Da wird jetzt natürlich noch nicht so sehr viel passieren. Ja, jetzt wird mal noch gespeichert. Wie heißt die Straße jetzt? Jetzt bin ich gespannt. Die Brunnenstraße. Die müssen wir eigentlich noch umbenennen, oder? Eine Bahnhofsstraße braucht doch jede Stadt. So, okay, perfekt. Haben wir quasi... Dresden. Linie 1. Ja. Genau. Und wie ist denn das? Kann man das irgendwie... Ich muss tendenziell vermutlich einfach jetzt noch eine Linie machen, ne? Wenn ich sage, ich will die gegenüberlaufend haben. Ich habe das noch nie... Damit habe ich mich tatsächlich nicht beschäftigt. Aber das ist für mich was, was tatsächlich... Was Sinn macht, ne? Aha, okay, perfekt. So, das heißt, auch hier bräuchten wir ja... Genau. Jetzt sehen wir das schon, ne? Hier richtig? Ja, sind wir. Wow. Das ist tatsächlich ein bisschen frickelig, das merkt man schon. Also hier muss man sich tatsächlich gut Zeit nehmen, das einzurichten. Ich denke, das wird mit größeren Städten natürlich auch nicht einfacher. Aber es gehört dazu. So, okay, jetzt haben wir auch hier 7 Stationen. Ja, 7 Stationen.
ist auch Linie 1. Ich glaube, das passt so. So, und jetzt brauchen wir Fahrzeuge. Und da reicht es tendenziell wahrscheinlich, wenn die beide parallel gegenüberlaufen, wenn wir erstmal zwei Fahrzeuge kaufen. Und zwar kaufen wir... Ich fände, glaube ich, die ganz witzig. 11 Personen. 2 Stück. So, du fährst bitte die Linie. Und du fährst bitte die Linie. Ja? Genau, jeweils eine Tram. Sind die jetzt schon rausgefahren? Ja, die fahren jetzt hier schon rum. Wir haben sie verpasst. Okay, das müssen wir auf alle Fälle noch ein bisschen mitnehmen. Das ist natürlich schon hart. Ne? Das gibt es so eigentlich nicht in der Stadt. Da stehen schon irgendwelche Leute rum. Das ist natürlich cool. Ja, das müssen wir jetzt ein bisschen laufen lassen. Das ist der andere Kollege. Genau, der fährt jetzt hier lang. Es ist schon eigentlich ist das schon recht hübsch. Ne? Also wie ich schon sagte, ich möchte vielleicht erstmal so ein bisschen... Wir kämpfen uns mal vor in den Bereich 1910, 1920 maximal. So vielleicht in die goldenen 20er, so 1924, 25. Das wäre vielleicht so ein Punkt. Und da würde ich, glaube ich, dann erstmal ein bisschen langsamer schrauben. Also ich will dann schon auch irgendwo in das Gegenwartssetting. Aber ich finde tatsächlich, wenn man das so laufen lässt, geht das relativ schnell. Ja. So, hier sind schon drei Leute drin. Also das ist natürlich ganz cool. Was die Frequenz hier angeht, kann ich jetzt natürlich nicht viel dazu sagen. Also wir müssen jetzt hier wirklich ein bisschen gucken. 4 Minuten. Ja, ich glaube, 4 Minuten für eine Bahn, das kann man schon mal warten, oder? Bin mal gespannt, ob sich das dann irgendwann staut. Hier gibt es ja diese Reiter für... War das das? Nee. Reiseziele, glaube ich, war das, ne? Mission. Doch. Reiseziele. Ah, sehr schön. Okay, da sehen wir jetzt grün, dass jetzt hier mit öffentlichem Verkehr das abgedeckt ist. Und perspektivisch würde ich hier tatsächlich dann noch ein paar Busse reinschrauben, die hier einfach dann hin und her fahren. Vielleicht ist da was, wir haben die Kohle, wir machen das einfach. Wir machen ja noch eine kleine Buslinie dazu. Und die macht jetzt, die ist jetzt gar nicht weiter verrückt, die lasse ich aber hier noch ein bisschen an die Enden fahren. Ich glaube, das fände ich ganz cool. Schwierig, ne? Wie lässt man die fahren? Vielleicht einfach hier lang und hier runter, rüberzugs, hier einmal über die Straße durch. Das doppelt sich hier so ein bisschen, aber die kann auch hier halten, die Buslinie. Das ist eigentlich ganz cool. Und dann fährt die einfach wieder zurück. Wie so eine Kreislinie. Zack. So, dann genau hier irgendwo so ein bisschen mittig. So, dann haben wir hier schon zwei Stationen und dann einmal noch hier. So, und dafür brauchen wir jetzt sozusagen noch einen... Ne, den brauchen wir nicht. Hier vorne hätte man eigentlich einen großen Bus-Tram-Bahnhof einbauen können, aber vielleicht kriegen wir das irgendwie dann noch mit rein. Das kann ich mir gut vorstellen, dass wir das vielleicht noch irgendwann mit in Angriff nehmen. So, und hier jetzt auf alle Fälle genau das Gebäude. Und dann brauchen wir jetzt sozusagen noch eine neue Linie. Das ist dann eine Buslinie. Und die startet... Genau, die startet prinzipiell hier an der Station. Hängt da einmal um. Genau, dann geht es hier runter. Nee, im Moment. Falsch, hier rüber. Ah, das ist die falsche. Das ist die falsche. Bitte? Doch, die richtige angeklickt, oder?
Irgendwie ist das ein bisschen merkwürdig. Wartet mal. 6, 5. Wir fahren jetzt gerade hier runter, ne? Ich sehe natürlich jetzt nicht. Hier ist die 4. 1. Ah, ich glaube, wir müssen nochmal anfangen. Ich glaube, der hat irgendwie was mit der Reihenfolge durcheinander gehauen. Ich wollte gerne hier anfangen, ne? Der soll hier loslegen. Genau, die 1. Die 2. Die 3. Okay, der hat hier irgendwie... Ah, der hier einen Hänger drin, aber es ist egal. Genau. Naja, ich... Wisst ihr was? Ich glaube, wir sollten vielleicht generell das Kreuzen hier weg. Vielleicht sollte ich die erste Station auch nur einmal anklicken, sodass der sozusagen wirklich bloß die 1, die 2... Ne? Jetzt haben wir hier wieder das Problem, aber es ist erstmal egal. Fahren wir hier runter. Hier rüber. Und jetzt klicken wir den ganzen Kram auf der gegenüberliegenden Seite zurück. Und dann wird das schon, denke ich, passen. Ah, jetzt sieht das schon besser aus. Ich glaube, dem ist das egal, auf welcher Seite der fährt. Der fährt einfach da lang und macht halt seinen Kram, ne? So, und das ist Station 10. So, und damit haben wir jetzt hier noch eine ganz gute Linie. Und das wäre jetzt Linie... Ah, ich weiß aber nicht, ob ich die Busse genauso nennen will. Wir machen mal Linie A. Für die Busse die und für die Straßenbahn nehme ich dann eher die... Oder wir machen es so ein bisschen, wie es auch in Dresden ist. Da beginnen die Busse viel, viel später. Vielleicht lassen wir uns für die Straßenbahn ein bisschen Kapazität. Nee, wir machen das so. Ich finde das so besser. Wie heißt die hier? Dresden, Linie A. Okay, perfekt. So, jetzt lassen wir das so. Ich bin zufrieden. Und jetzt brauchen wir hierfür auch noch ein paar Fahrzeuge. Und zwar haben wir jetzt für die Passagiere... Ja, genau. Jetzt haben wir hier ein bisschen mehr. Wir haben die Postkutsche. Dann dieses Le Obesant. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. 5 Personen und 6 Personen in diesem Landauer. Der fährt jetzt schon mit Diesel. Ah, ein bisschen weniger Emissionen sogar. Ich nehme mal davon einfach ein paar. Und davon würde ich sagen, nehmen wir einfach mal 5 Stück. Das passt schon. So, und die gehen jetzt alle bitte auf Linie A. Okay, sehr schön. Jetzt haben wir schon ein zweites Netz jetzt hier am Laufen. Wunderhübsch, oder? Währenddessen können wir mal schauen, wie es mit der Tram läuft. Die Linie 1, guckt euch das mal an, die ist richtig, richtig voll teilweise. Also die Leute haben richtig Bock auf ÖPNV. Gegebenenfalls müssen wir da echt nochmal ein bisschen dran rumschrauben. Jetzt können wir auch mal hier reingucken. Also Versorgung ist jetzt volle Pulle. So, und wir haben jetzt den ÖPNV, haben wir jetzt mit 20% auch nochmal ein bisschen gesteigert. Wir haben ja angefangen bei... Ich glaube 100 oder sowas. Und jetzt sind wir hier schon deutlich gestiegen. Ja, ihr seht das Wachstum. Ich meine, jetzt geht es natürlich ein bisschen stockender wieder, weil jetzt einmal dieses eine Ziel erfüllt ist. Wir brauchen tendenziell die Waren. Und da muss ich mir tatsächlich nochmal einen Kopf machen. Also das wird ein ganz schöner Prozess. Ich bin am Überlegen, ob ich das jetzt gleich in Angriff nehmen soll. Und einfach in Ruhe so ein bisschen mit reinschubse. Oder wie wir es am dümmsten machen. Denn wir können... Hier werden ja einmal Waren gefertigt. Ne? Wir haben auch hier eine Ölquelle. Das ist alles schick. Und ich könnte mir schon vorstellen, hier auch rüber zu gehen. Wie ist denn das? Gibt es hier... Kunststoff. Wir brauchen eine Kunststofffabrik.
Hier gibt es eine Kunststofffabrik. Man könnte ja auch mit einem kleinen Schiffhafen was machen, ne? Das wäre ja auch ganz cool, dass wir das zumindest mit nutzen. Hier so ein Boot mit reinsetzen oder mehrere Boote. Eigentlich wäre das cool. Jetzt seid mal ehrlich, oder? Wir hätten hier Öl. Hier ist eigentlich... Da haben wir eigentlich alles, was wir brauchen, ne? Wenn wir diese Linien hier zusammenführen und mit dem verbinden, ne, einmal zack, Ölquelle, dann hier sozusagen, genau, hier das Ganze in der Raffinerie verarbeitet, hier mit der Chemiefabrik, das kann man mit einer Zuglinie abfrühstücken und dann kann man den Kram hier hinliefern. Jetzt haben wir nur einmal das Problem, wir müssen hier natürlich auch Stahlträger hinliefern. Stahlträger haben wir hier tendenziell eigentlich auch da. Wir hätten wahrscheinlich gleich auf der Seite anfangen sollen. Hier hätte man nämlich auch Holz gehabt und alles. Aber gut, okay. Nee, haben wir hier Holz? Hier fehlt es, glaube ich, tatsächlich an Holz, ne? Das ist ja verrückt. Hier fehlt es komplett an Holz. Aber wir brauchen hier Holz nicht unbedingt. Das kann man dann alles mit Schiffen vielleicht noch rüber transportieren. Aber Schiffe fände ich ganz cool. Ich weiß nicht, ob die dann hier durchkommen. Das müssen wir uns einfach mal ausbuxieren. Ich würde sagen, ich versuche mal irgendwie bis zu den nächsten Folgen hier so ein bisschen anzufangen, ein bisschen klar Schiff zu machen. Vielleicht fällt mir auch noch eine andere Ecke ein, die dann noch ein bisschen optimaler ist. Aber so, dass wir quasi den zweiten Produktionskreis noch abschließen. Das hätte ich ganz gern. So wie das hier läuft... Mit den 100%, da wollen wir hier auch hin. Und ja, da müssen wir noch ein klein bisschen investieren. Wie gesagt, ich würde mal gucken, dass wir, wenn es mir zu schnell geht und wir zu viele neue Fahrzeuge kriegen, mache ich hier eine Datumspause. Und ich will das schon gerne mit euch zusammenspielen. Ne? Aber so die ersten Steps, so dass das gucken wir mal irgendwie. Das ist ja, das doppelt sich hier alles. Von daher, ja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn euch der ganze Spaß hier gefällt, lasst mir gerne ein Like da, würde ich mich tierisch drüber freuen. Und ansonsten sehen wir uns einfach in der nächsten Folge. Tschüss, tschüss.